habe das Video schon einmal gedreht, aber meine Speicherkarte hat sich entschieden, es nicht aufzunehmen. Und da sahen meine Haare gut aus, also es tut mir leid. Ich habe gerade Whitney Houston gehört und in meinem Zimmer rumgetanzt. Hör ich das an. Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Es fühlt sich so komisch an, das zu sagen, weil ich schon so lange nicht mehr vor der Kamera gesessen bin und mit euch gesprochen habe. Und falls euch jetzt denkt, wer zum Teufel ist das? In letzter Zeit sind ziemlich viele Abonnenten dazu gekommen und hi an euch da draußen. Und ich wollte nur kurz sagen, wenn euch das Video jetzt nicht zusagt, ich wollte einfach mal mit euch labern, dann wartet vielleicht aufs nächste Video ab. Und wie gesagt, ich wollte einfach mit euch labern und deswegen dachte ich mir, was bietet sich besser an als ein Haul? Und ich habe ein paar Sachen aus dem Urlaub, ich habe Art Supplies, ich habe Fashion Sachen, ich habe Kosmetik Sachen, ich habe Beauty Sachen und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen, um mich zu... Einen Daumen nach oben lassen? Das war kein Deutsch. Könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, um mich zu unterstützen. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare, was euch gefällt. Vor allem werde ich euch die Links alle in die Infobox setzen, damit ihr Sachen leichter findet. Also, have fun! Ich würde sagen, wir fangen den Haul mit Fashion-Sachen an. Und zwar sind das nur drei Teile. Drei? Vier. Damn it. Vier Teile. Oh mein Gott, ich wirke so dumm. Vier Teile. Und ich war in dieser abstinenten Zeit hier in Deutschland, also in Köln, und ich war in Slowenien. Und by the way, meine Schule hat vor zwei Wochen wieder angefangen, deswegen war ich etwas im Stress. Deswegen kamen keine Videos. Auf jeden Fall, in Slowenien habe ich mir zwei Sachen gekauft, und zwar schon mal ein paar Stiefletten. Und das wären diese Babys hier, diese wunderschönen Lederstiefletten. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt. Die haben hier an der Seite so einen Zip und oben sind sie leicht offen und eher so lockerer, damit sie, also ich finde, sie sehen etwas lässiger aus und ich liebe die. Ich liebe den Herbst, wie ihr sehen könnt, das ist auch neu. Das habe ich extra für euch gekauft, nur damit das Video schön ausschaut. Und ich freue mich total, die gescheit anziehen zu können, nur der rechte Schuh drückt irgendwie. Das ist 37, Größe 37. Ich habe eigentlich 38,5. Und ja, am rechten Fuß drückt es irgendwie, keine Ahnung wieso, aber ja, ich habe das Gefühl, meine Füße sind nicht gleich groß. Die haben 60 Euro ursprünglich gekostet und ich habe sie um den halben Preis bekommen und ich bin happy darüber. Dann habe ich eine kleine Ledertasche gefunden. Und zwar war das in so einer Boutique, also Slowenien Piran, wo übrigens noch ein Video online kommen wird. Ist voll mit kleinen Boutiquen, also so richtig, richtig süße kleine Läden, wo einfach lauter verschiedene Sachen hängen. Und da habe ich eben diese Tasche gefunden und es war die einzige. Und ich finde, die Anschaffung hat sich echt gelohnt. Also die hat 35 Euro gekostet, aber ich glaube, die werde ich wirklich für immer tragen können, weil die einfach überall dazu passt und sie sieht auch ein bisschen vintage aus. Findet ihr nicht? Ich bin schon. Zwei weitere Herbstteile habe ich von Romwe zugeschickt bekommen. Und da ist eins gut und eins nicht so gut. Und ich glaube, ich zeige euch das Gute zuerst. Ich zeige euch das Gute zuerst. Das Gute wäre sowas wie ein Cardigan oder slash Trenchcoat. Das ist in so einem, ja, tiefen Grün und hat eben so Ärmel zum Hochkrempeln, die man mit einem Knopf fixieren kann und ist in so einem Wasserfallschnitt gehalten. Und ich dachte eigentlich, das wäre eine kurze Jacke und die wäre irgendwie olivgrün, so mattes Olivgrün. Ist sie aber nicht, aber ich finde es, um ehrlich zu sein, nicht schlimm. Ich finde es ganz schön, außer dass sie so lang ist. Weil ich habe kurze Herbstjacken und dann schaut es unten runter raus. Aber ich bin damit echt zufrieden. Die Qualität passt und top. Und das nicht so tolle Teil ist ein Pulli, den ich mir bestellt habe. Der sieht so aus. An sich fällt er relativ gut. Nur ich dachte, es ist ein Pulli mit langen Ärmeln, dass ich die Ärmel so hochkrempeln kann. Aber in Wirklichkeit war das sowas hier. Und ich weiß echt nicht, was das ist. Ich finde das... Ich meine, ich weiß, was das ist. Das ist ein Ärmel. Aber es erinnert mich immer total an diese Flossen von Nemo. Und deswegen werde ich irgendwie schauen, dass hier zusammenzunehmen.
Da ja die Schule wieder angefangen hat, habe ich mich etwas mehr nach, ja, Stationery-Sachen umgeschaut. Also einfach Art Supplies, Notizbücher und oh mein Gott. Ich habe mich wieder voll ins Zeichnen verliebt und ich liebe sowas einfach und ich wollte euch deswegen die Sachen auch zeigen. Wer weiß, vielleicht interessieren sich ein paar von euch für sowas. Fangen wir wirklich mit den Stiften an. Und zwar habe ich hier einmal so einen schwarzen Stift, der ist eben ein Pinselstift, also eigentlich für Kalligrafie gedacht und hat eben so eine Spitze aus Borsten, womit ihr eben zeichnen könnt wie mit einem Pinsel und ist wasserfest. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und passend dazu habe ich hier drei weitere Pinsel. Ihr denkt euch jetzt sicher, what the fuck ist das? Sieht nicht aus wie Pinsel. Sind's aber. Das sind welche in drei verschiedenen Stärken. Und die haben hinten so einen auffüllbaren Tank. Auffüllbar für Wasser. Und wofür ist das wohl? Für Wasserfarben. Und ich habe die auch schon mitgenommen, sozusagen auf Reisen, eigentlich nach Wien. Und das funktioniert echt gut. Das hier sind so kleine Pocket-Wasserfarben von Winsor & Newton. Und oh mein Gott, anscheinend kleben die hier oben fest. Ich habe nämlich im Zug gemalt. Ich will es nicht kaputt machen. Ich habe im Zug gemalt und dann habe ich es zu schnell zugemacht. Also deswegen. Oder falls ihr einen Tipp habt, dass diese Kästchen da unten nicht rausgehen, außer festkleben, dann lasst es mich bitte wissen. Vielleicht gibt es da irgendeinen Trick. Wer weiß. Hier haben wir drei Bücher. Zum einen mal hier so ein Heft, das ich in einem Store in Deutschland gekauft habe. Ich weiß leider nicht mehr genau wo. Es hat eben so ein artsy Cover und da habe ich eben so ein bisschen für YouTube reingezeichnet und dachte, das wird sein. Aber irgendwie habe ich mich dann doch für ein Hardcase entschieden, also für ein Hardcover. Einfach weil ich will, dass die Sachen nicht so schnell verschnuddeln. Und dann habe ich in Slowenien dieses Notizbuch hier gekauft und das ist eben in Plastik eingehüllt und so braun, leicht glitzernd, mit so einem Band zum Verschließen und eben ein Notizbuch mit Linien und hier plane ich alle meine Videos drin und wie ihr seht, habe ich hier auch schon reingeplant und ich bin echt super zufrieden damit und ich habe das Gefühl, ich werde das auch bis zum Ende füllen, einfach weil es hat die perfekte Größe, es ist super zum Schreiben und da passen alle meine Ideen rein. Und dann ein weiteres Buch, und zwar das hier, ein Sketching-Book. Das ist von Amazon und das hat eben eine dicke Papierstärke, ein Lesezeichen, wieder so ein Band. Und da kann man eben alles reinmalen, was man möchte. Ich habe schon ein bisschen was skizziert und gemalt und ja, ich bin jetzt noch am Üben, sagen wir so. Für Wasserfarben ist es nicht wirklich geeignet, aber sonst für alles. Ich glaube sogar Graphit, also stand bei den Rezensionen. Jetzt ist Kosmetik an der Reihe und zwar habe ich da Sachen von Lush. Ich habe Sachen von Bath & Body Works und von Bobbi Brown und ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen einfach mal. Angefangen bei Lush habe ich diese drei Pots zugeschickt bekommen und zwar ist es mal der Ultra Blend. Das hier ist eben so ein Gesichtsreiniger, das schmiert ihr euch praktisch übers Gesicht. Dann macht ihr, ja, das war eine komische Bewegung, mein Haar. Dann nehmt euch ein Wattepad, macht es nass und wischt es ab und das reinigt wirklich bis in die Tiefen. Also ich mache das meistens, nachdem ich ein Abschminktuch verwendet habe und es kommt immer noch was runter. Das hat eben so eine cremige Konsistenz und sieht so aus. Als zweites die Mask of Magma Minty und zwar gibt es da auch ein Hashtag Magma Minty Monday und das ist eben meine Maske aus Pfefferminz und die sieht so aus, habe ich auch schon verwendet, meine Haut war danach super super weich, ich bin wirklich begeistert von allen Lush Produkten, ich bin so so ein großer Lush Fan, ich bin einfach Fan davon, wie sie es herstellen und die Sachen sind einfach super und dann als letztes das Ocean Salt Peeling und das ist einfach das riecht so leicht nach Lavendel und das ist einfach Armenknie. Es riecht so leicht nach Lavendel und es ist einfach so gut. Der liebe Krisi vom Kanal Freshen, nicht Freshen TV, das war sein alter Kanal, vom Kanal Couch TV, hat mir aus Amerika Bath & Body Works Hand Sanitizer mitgenommen. Und eigentlich waren es fünf, aber einer ist in meiner Tasche, einer liegt in meinem Zimmer rum. Und zwar in, ich lese euch das jetzt vor, beim ersten Mal hatte ich solche Versprecher. Bourbon Street Buttercream,
Maui Mango, Maui Mango Mai Tai und Pure Paradise. Und ich finde, die riechen einfach alle super, super gut. Also da würdet ihr nichts falsch machen. Und leider kommt man in Österreich so gut wie gar nicht dran. Deswegen habe ich mich super gefreut. Und der Kanallink ist in der Beschreibung. Die machen echt professionelle Videos. Und es ist eine Webshow. Also ich würde da echt mal vorbeischauen. Und zu allerletzt war ich heute gerade vor ein paar Stunden noch bei Bobby Brown und die haben mir sowas wie eine Make-up-Lesson gegeben und dort habe ich eben eine Smoky Eye Mascara bekommen und einen Lippenstift und das ist die Farbe 18 Nude und den habe ich mir eben so ausgesucht und der passt super zu meinem Teint und er sieht zwar etwas dunkler aus hier, aber er ist echt irgendwie unscheinbar, aber doch. Also irgendwie natürlich, aber man sieht doch, es ist ein Lippenstift. Ach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber das Tragegefühl ist echt gut und er hält echt lang. Also er pflegt die Lippen so ein bisschen, was für meine Lippen echt gut ist. Also ich habe trockene Lippen. Lasst mich bitte wissen, ob diese Videoansicht euch gefällt mit dem Hintergrund oder ob ich es wieder so wie früher machen soll. Und bevor ich es vergesse, die liebe Sophia Beauty Café hat ein Video hochgeladen und zwar eine Morning Routine Parodie. Und ich wäre euch so dankbar, wenn ihr bei ihr vorbeischauen würdet, einfach weil sie eine super liebe Person ist und echt gute Videos macht und das Video ist in der Infobox verlinkt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ciao!